Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Kanal. Ich bin Sarah, Tänzerin und Physiotherapeutin. Im heutigen Video geht es um das Dehnen. Ich erzähle euch, aus welchen Gründen man dehnt, wie lange man dehnt und zu welchem Zeitpunkt man dehnt. Aus welchem Grund sollte man einen Muskel dehnen? Da gibt es hauptsächlich zwei Gründe. Einmal, man hat einen verkürzten Muskel und will den länger machen. Und der zweite Grund ist, wenn man den Stoffwechsel im Muskel verbessern möchte oder die Durchblutung fördern möchte. Wenn also der Muskel verkürzt ist, möchte ich ihn wieder länger machen. Und das passiert durch Dehnen. Und was dann im Muskel passiert, ist nichts anderes wie beim Krafttraining. Beim Krafttraining trainiere ich den Muskel ja auch gegen einen Widerstand, mit Gewichten zum Beispiel. Und dann wird der Muskel dicker. Das bedeutet, die Muskelfasern bauen sich parallel an. Also es werden mehr Muskelfasern parallel und dadurch wird der Muskel dicker und auch kräftiger. Wenn ich jetzt dehne, passiert eigentlich nichts anderes, nur dann bauen sich die Muskelfasern hintereinander an. Also nicht parallel, sondern in der Länge. Wer es genau wissen will, eigentlich bauen sich die Sarkomere, also diese kleinste Einheit im Muskel, hintereinander an. Dazu habe ich ein anderes Video gemacht, kann ich euch irgendwo hier verlinken. Der andere Grund war, wenn ich die Durchblutung im Muskel fördern möchte, kann ich auch dehnen. Was da passiert, ist eben der Stoffwechsel wird im Muskel angeregt, das bedeutet, das Blut fließt dorthin und transportiert zum Beispiel Stoffwechselabbauprodukte weg. Nach dem Sport sammeln die sich an und durch die vermehrte Durchblutung wird es schneller abtransportiert. Oder zum Beispiel bei Muskelkater, das sind ja kleine Risse im Muskel, durch die vermehrte Durchblutung können dann die Nährstoffe in den Muskel transportiert werden und der Muskel regeneriert sich schneller. Gut, kommen wir zum zweiten Punkt. Wie lange soll ich denn einen Muskel dehnen? Das hängt auch wieder vom Ziel ab. Wenn ich jetzt einen verkürzten Muskel habe, dann muss ich den wirklich lange dehnen, weil der braucht einen adäquaten Reiz, so nennt man das. Beim Krafttraining reicht es ja auch nicht, sich ein bisschen rumzubewegen und erwartet man ja auch nicht, dass der Muskel dadurch kräftiger wird. Er muss wirklich was schaffen und merken, er ist zu schwach, dann wird er kräftiger. Beim Dehnen ist es nichts anderes, er muss eben diesen großen Reiz haben, damit er merkt, er ist zu kurz und er muss jetzt hier anbauen, er muss sich verlängern. So, kommen wir zum letzten Punkt. Zu welchem Zeitpunkt sollte ich denn dehnen am besten? Das hängt auch wieder davon ab. Wenn ich zum Beispiel ein Profisportler bin, nehmen wir mal einen Fußballer, dann solltet ihr vor dem Training nicht lange dehnen, weil das kennt jeder, der lange in der Grätsche saß, um sich die Innenseiten der Oberschenkel zu dehnen. Wenn ihr da jetzt 5 Minuten gesessen habt und dann versucht, die Beine wieder zusammenzubringen, geht ziemlich schwer. Das liegt daran, dass der Muskel dann im wahrsten Sinne des Wortes entspannt ist. Das bedeutet, im Muskel geht die Viskoelastizität, Wort müsst ihr euch nicht merken, geht runter, das heißt einfach, der Muskel ist schlaff und kann danach keine Schnellkraft mehr entwickeln. Und das braucht ihr aber zum Sprinten oder zum Fußballkicken oder bei Tänzern zum Springen. Die Schnellkraft bedeutet in kurzer Zeit Kraft entwickeln. Also der Muskel zieht sich ganz schnell zusammen. Und das ist dann kontraproduktiv, wenn ihr davor lange gedehnt habt, weil dann ist der Muskel entspannt, hat keine Spannung mehr. Das bedeutet, vor dem Training ist das kurze Dehnen viel effektiver, weil das fördert ja wieder die Durchblutung. Also zusammengefasst, vor dem Training, wenn ihr Schnellkraft braucht, nicht lange dehnen, dann nur kurz dehnen. Ihr solltet auch nicht lang und intensiv dehnen nach ungewohntem Training oder nach Krafttraining, also nach intensivem Krafttraining, aus dem Grund, weil sich Muskelkater entwickeln kann. Das merkt man ja meistens immer erst 1 oder 2 Tage später. Und Muskelkater sind kleine Risse im Muskel. Wenn ihr dann danach richtig schön reindehnt, kann der Muskelkater stärker werden oder es kann noch zum Muskelfaserriss kommen, was natürlich sehr blöd wäre. Also, langes intensives Dehnen nicht vor dem Schnellkrafttraining oder vor der Aufführung oder wie auch immer, vor dem Spiel und nicht nach ungewohntem oder intensivem Krafttraining. Da lieber nur kurz dehnen. So, das war's auch schon wieder. Schreibt mir eure Kommentare und Fragen unten unter das Video. Abonniert natürlich meinen Kanal, wenn es euch gefallen hat und drückt die Glocke, damit ihr kein Video verpasst.